Hallihallo. Wir haben immer noch dieses Problem hier mit den ganzen Menschenmassen. Ich würde jetzt einfach mal gucken, was passiert, wenn wir den Weg hier wegmachen. Ja. Ich würde sagen, die Menschenmassen haben sich erstmal aufgelöst. Hier ist unser Müllmann. Den können wir noch nicht zum Training schicken. Okay. Da hat sich das zum Glück erstmal aufgelöst. Ich hatte hier neue Sachen runtergeladen. Ich zeige die euch mal kurz. Eine Piratentoilette zum Beispiel. Also hinten ganz normal Toilette. Und wenn wir das mal umdrehen, vorne ist dann, die machen hier so Musik, so ein Kram. Dann hatte ich noch einen Piraten Fressshop runtergeladen. Ja, mit ganz normal hier Burger oder was das ist. Hatte ich das auch neu runtergeladen? Ja, eine Spooky-Toilette. Eine Spuk-Toilette. obwohl das ein bisschen komisch ist. Es gibt jetzt sind ja zwei Toiletten, wie ihr seht. Mit der anderen kann man gar keinen Weg verbinden, oder? Doch. Ja, doch, geht. Okay. Das hier hatte ich auch neu runtergeladen. Das kann man so, ja, kann man vielleicht Bänke oder sowas reinstellen. Das ist eher sowas Dekoratives. Hier habe ich noch eine ganz normale Toilette runtergeladen, weil ich gedacht habe, wir können ja auch mal Toiletten runterladen, die vielleicht ohne ein spezielles Thema sind. Die einfach so standardmoderne Toiletten. So, ich glaube, das andere, das hat man alles, glaube ich, schon. Oder das hier hat man, glaube ich, schon. Und das hier? Oh, es lädt ein bisschen, braucht ein bisschen. Ich glaube, das hat man schon. Dieses Schiff. Das Schiff, das ist. Ja, das ist auch Toilette und. Oh, das sieht aber cool aus. Oh, krass. Das gefällt mir richtig. Neidisch, neidisch, dass ich das noch nicht gebaut habe. So. Die Achterbahn hier hinten hat man als letztes gebaut. Hat man da schon eine Probefahrt gemacht? Ich weiß gar nicht, hat man da schon eine gemacht? Um zu gucken. Wir machen mal noch mal eine mit. Doppelt hält besser. Geht's jetzt los? Mal nach links und rechts gucken. So. Ah, tut mir echt leid, dass das Spiel manchmal hakt. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie. Ich habe jetzt den Achtkerner und irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht. Also die Engine scheint nicht so toll zu sein von dem Spiel. Na gut, wir machen das Beste draus. Also wenn es manchmal ruckelt beim Achterbahnfahren, so beim Bauen und alles im Menü, geht's ja hier. 4000 Geld haben wir. Dann gucken wir mal, was wir. Wir könnten ja noch irgendwas Kleines hier so hinbauen. Irgendwas, was vielleicht auch mit Wasser zu tun hat oder so. Was ist denn das hier? Oh, nee, das ist nicht klein. Das ist auch nicht gerade klein. Obwohl das. Nee, es passt nicht hin.
Freier Fall, der würde eigentlich hier hinpassen. Oder haben wir, nee, den haben wir noch nicht. Das würde auch hier hinpassen. Das könnte man drehen, aber naja, das hat jetzt auch nichts mit dem Thema zu tun. Was ist das hier? Nee, das passt auch nicht. Also entweder bauen wir das hier hin oder wo wahrscheinlich eher den freien Fall. Und was ist das hier? Oh, nee, 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 das ist viel zu groß. Dann bauen wir doch den freien Fall hier hin. Dann bauen wir den hier so hin. Eingang. Mach mal hier hin. Und Ausgang machen wir gleich hier hin. Dann nehmen wir auch wieder das. Ich habe blau angewählt. Rückgängig. Drehen das mal ein Stück. Da können wir ja eigentlich auch einen langen Weg machen. Eigentlich passen da ja ein Haufen dran. So. Die Farben können wir eigentlich so lassen. Was ist? Das kostet 10 Euro. Das lassen wir erstmal so. Ist zu voll. Ja, hier stehen schon ein paar Leute an. Was ist hier so? Ist zu voll. Oh, die beschweren sich aber auch immer über unnötigen Scheiß. Ist zu voll. Hier hinten. Ist zu voll, obwohl hier fast gar keine anstehen. So, ist hier auch zu voll. Ist bestimmt auch zu voll. Ja, ist zu voll. So, hier strömen sie auch gleich rein. So, halt eine Bank. Nee, wir wollen keine Bank. Ich wollte eigentlich eine Palme. Also irgendwas stimmt heute mit dem Ton nicht. Eine Lichterbox. Ein paar Lampen, damit es nicht ganz so dunkel ist. Wir können ja hier drüben auch noch ein paar Lampen hinmachen. Was ist denn das hier eigentlich? So eine Steinecke. Okay. Ja, ich gucke hier alles mal so ein bisschen durch. So ein paar Baumstämme. Na gut, die passen jetzt hier nicht so ins Thema. Oh, das sieht aber auch cool aus. Das könnten wir ja eigentlich hier irgendwo. Hier so. Wo die ganzen Menschenmassen sich sammeln. Genau, das setzen wir jetzt dahin. Aber ihr seht, hier sind schon wieder übelst die Massen. Wir hätten den Weg hier dicker bauen sollen. Ich weiß nicht, wenn wir das jetzt hier wegmachen und einen dicken Weg hinmachen, ob das was bringt. Wir machen mal den noch mal weg. Drehen das mal. So, dann machen wir den mal hier auch weg. Und machen den auch mal dicker. Dann drehen wir das alles mal. Machen das auch weg. Machen das hier. Ja. So, jetzt haben wir alles ein bisschen dicker gemacht. Jetzt sind natürlich die Bänke etwas falsch platziert, aber die können wir ja versetzen.
Also, falls ihr jemanden im Hintergrund husten hört, das ist mein Sohn, der guckt gespannt zu. Der mag nämlich das Spiel. Und der ist leider ein bisschen erkältet. So, das passt jetzt leider nicht mehr so wirklich hier hin. Hä, wo setzt man das jetzt hin? Hier ist überhaupt kein Ausgang. Wir müssen gleich hier nochmal umexperimentieren. Wenn man das mal hier hin. Hier kommen die Leute überhaupt nicht raus. Jetzt. Aber dann müssen wir den Baum woanders da hinsetzen. Habe ich drauf gedrückt? Nee. Setzen wir mal hier hin. So. Sind schon welche oben? Ja, da waren gerade welche oben. Okay, ich wollte eigentlich mal mitfahren. Dann warten wir auf die nächste Minute. Vor allem beschweren sie sich ja auch wieder, es ist zu voll. Aber das ist ja eigentlich ruckzuck leer. Na los, steigt alles schnell aus. Also bei Rollercoaster habe ich letztens gesehen, wenn die Leute aussteigen, können die anderen schon gleichzeitig wieder einsteigen. Ja, also die aussteigen und die gleichzeitig einsteigen bei Rollercoaster. So, dann setzen wir uns mal schon. Wir haben natürlich einen blöden Platz. Ich will einen anderen Platz. Ja, den Platz will ich. Oder? Nee, wir nehmen den. Oder wir nehmen doch hier. Da können wir die Frau hier beobachten. So, jetzt geht's hoch. Jetzt drehen wir uns noch ein bisschen. So, und irgendwann fallen wir dann runter. Hier, das sind übrigens unsere Parklinien, wo wir nicht drüber bauen können, also was unser Grundstück halt ist. Jetzt hat sie's aufgehört zu drehen. Oh. Und jetzt fallen wir. Ja, toll. Es hängt mal wieder. Ihr seht natürlich erst wieder, wenn wir dort unten sind. Es tut mir jetzt natürlich leid. Ich weiß auch nicht, an was das liegt. Bestimmt an meinem Aufnahmeprogramm. Ihr könnt mir auch noch was Dekohaftes hinbauen. Hier so ein Busch. Bau mal einen Busch hin. Mach mal hier auch noch einen hin. So. Hier setzt man einen grünen Busch hin. So. Wir könnten ja mal unsere Putzmänner finden, suchen. Gerade aus Versehen auf dem anderen Bildschirm geklickt. Wo ist denn unser Putzmann?
Ah, hier ist einer. Der sieht irgendwie ganz deprimiert aus. Den können wir aber noch nicht zur Schulung schicken. Aber der ist nicht glücklich. Wir können ja mal $5 mehr geben. Weil ich denke mal, so glücklicher sie sind, umso besser arbeiten die wahrscheinlich. War das er? Nicht das. Das ist unser zweiter, ja, genau. Oh, den können wir schon zur Schulung schicken. Aber der andere ist halt nicht so motiviert. Den können wir jetzt erst wieder am 6. Oktober. Welches Datum haben wir denn? August. Na, dann können wir bald den anderen zur Schulung schicken. Ist es doch bald soweit. Jetzt muss man nur wieder finden. In den Menschenmassen ist das etwas schwierig. Ja. Wollen ja eigentlich nur gucken, wo einer rumläuft mit Kopf nach unten. Er war es nicht, gell? Nee, er war es nicht. Wo ist unser zweiter Putzmann? Putzmann! Ah, hier. Ich hab ihn. Der 19. Welcher ist der 9.? Okay. Der 10. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Steckt auch unser Geld schneller. Ich hoffe, er erkündigt bis dahin nicht selbst. Der 18. Gleich geht's. Gleich können wir wieder. Jetzt. Kostet 200 und. Naja. Pay. Ach, ihm ist das wahrscheinlich zu wenig Geld. Machen wir mal auf 90 hoch. Der andere ist auf jeden Fall noch so fast zufrieden. Mach mal den auch auf 85. Wenn der eine so viel verdient, wäre es ungerecht den anderen gegenüber. So, jetzt haben wir diese Folge gar nicht viel gebaut, außer den freien Fall. Aber das ist ja besser als nichts, ne? Gut, dann würde ich erstmal die Folge beenden und sage danke fürs Einschalten und das nächste Mal fangen wir dann wahrscheinlich das Western-Abteil an. Würde ich sagen, dass wir das hier drüben vielleicht machen. Na gut, bis dahin. Tschüss.